Seid gegrüßt ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und ich weiß aus erster Hand, dass von euch ein paar Leute auf jeden Fall Pokémon-Fans sein werden. Ist ja auch erstmal völlig egal, ob nun jetzt von den Spielen oder von der Serie. Aber stellt euch mal vor, es gäbe einen Pikachu aus Klemmbaustein. Und ihr werdet es kaum glauben, anhand von dem Titel wisst ihr es vielleicht schon. Es gibt einen Pikachu aus Klemmbaustein. Dieses ist jetzt ein China-Export, ich habe das bei Youm bestellt. Ich werde es jetzt mal aufbauen, es sind Diamond Blocks, also die kleinen Klemmbausteine. Ich baue das jetzt mal auf, zeige euch Schritt für Schritt einfach was, erzähle euch was, sage euch, ob es Spaß macht. Und dann werde ich euch mal sagen, ob es vielleicht auch empfehlenswert ist, für dich als Fan, dich dieses Pikachu auch zuzulegen. Und wir sind jetzt zum ersten Mal wieder nach Schritt 4 und wir bauen hier eben mit den Diamond Blocks nach und nach. Ebenen auf, das Modell oder das Pikachu wird in der Hole. Wir bauen hier Ebene um Ebene um Ebene und ich kann jetzt schon sagen, das ist echt das Modell der Dreiecksteile von Diamond Blocks. Es sind 64 dieser kleinen Dreiecksteile enthalten in Gelb und nochmal 6 davon in Braun. Das ist eine beachtliche Summe auf jeden Fall. Die Anleitung ist genauso klein wie die Blocks, aber bisher fehlerfrei, das sind natürlich auch erst bei Bauschritt 4. Aber ähm, erstmal ist es ein bisschen knifflig, aber man, man kommt dort rein und dann lässt es sich es danach echt gut bauen. Man sollte nicht sofort verzweifeln, weil es so komplex aussieht. Zugegeben, natürlich sind Diamond Blocks eher was für Kinderhände. Das trifft jetzt auf meine Pranken absolut nicht zu, aber trotzdem komme ich durch und das soll ja was heißen. Von daher sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten wichtigen Bauschritt. Und wir sind jetzt schon bei Baustein 8 von 25 und ich muss sagen, die Teilequalität ist echt gut. Diese kleinen Diamond-Blocks sind jetzt wie gesagt aus China und darauf hatte ich nicht so viel erwartet, aber das sind echt wie Mini-Legos vom Zusammenbau her. Die machen echt Spaß, die gehen super ineinander, man hat ein richtig schönes Gefühl und wären die groß und hätten die Qualität, dann wären das einfach Lego-Steine, muss ich euch sagen. Und ich muss sagen, es geht schon ganz gut voran. Wir bauen hier den Unterkörper von Pikachu. Hier der Schweif nimmt über mehr Form an. man schichtet übereinander. Es ist klar, das ist alles wahnsinnig repetitiv, weil man eigentlich immer wieder äh, zweimal dasselbe baut, eben einmal rechts und einmal links. Der Schweif ist dann eine kleine Abwechslung, sonst ist es eigentlich immer wieder gespiegelt. Und ich muss sagen, trotzdem macht Spaß. Das ist aber hier ein anderer Spaß als bei normalen Legos. Also man muss sagen, hier ist ein riesiger Spaß zum Beispiel, wenn man aus diesen winzigen Teilen. Das Richtige gefunden hat. Allein darüber freut man sich sehr. Und man freut sich einfach, dass man aus diesen winzigen Teilen was Stabiles, am Ende sogar relativ Großes baut. Und das ist natürlich ähnlich wie bei Lego vom vom Bauen her, aber es ist wie gesagt hier ist mehr der Spaß am Suchen im Vordergrund und auch ein bisschen nachzudenken, mitzumachen bei der Anleitung. Das ist bei einem Lego Set ja nicht so, da ist ja wirklich jeder Schritt so wartschne einfach, dass jedes Kind schafft. Und das ist schon ein bisschen fortgeschritten, da muss man sich schon konzentrieren, wenn man baut. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schritt wieder. Für euch ist das in einem Cut, für mich ist das dann, das dann morgen, weil heute wird schon relativ dunkel und der Tag ist dann vorbei. <laughs> Ist halt so. Dementsprechend, wir sehen uns im nächsten Bauschritt wieder. So, meine Freunde der Sonne, ich würde sagen, neuer Tag, neues Glück und wir sind jetzt sogar schon mit Bauschritt 16 fertig. Und ich weiß, das ist ein sehr großer Fortschritt von Bauschritt 8 zu Bauschritt 16. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass wir die ganze Zeit nur aufeinander geschlichtet haben. Das wäre jetzt nicht spannend gewesen. Und jetzt haben wir zumindest schon mal den Anfang von dem Pikachu-Kopf gebaut. Und ich muss sagen, das wird schon echt schnucklig. Ich würde sagen, der Schweif muss natürlich noch ein bisschen gebaut werden, aber das sehen wir ja, das wird noch gemacht. Der Kopf wird noch weiter ausgestaltet, dann kommen noch die Bäckchen und die Augen hin. Aber man erkennt so langsam, was es ist. Ich habe ja auch schon mal auf Instagram da ein kleines Quiz gestartet. Es hat, glaube ich, bisher noch keiner erraten gehabt, was gebaut wurde zu dem Zeitpunkt, wo jetzt das Video aufgenommen wird. Aber egal, ich meine, es kann ja nicht jeder alles wissen. Aber wenn ihr gerne dort an solchen, was baue ich, was denkt ihr, was ich gerade baue, Quizzes teilnehmen könnt, könnt ihr gerne in der Beschreibung gucken und mir mal auf Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, baue ich jetzt weiter und wir sehen uns dann wahrscheinlich mit dem fertigen Pikachu, weil wir sind jetzt schon, wie gesagt, bei Bauschritt 16. Hier sind dann sehr viele Schritte, die wahrscheinlich nicht zeigwürdig sind für sich allein genommen. Dementsprechend sehen wir uns wahrscheinlich dann mit dem fertigen kleinen Pikachu. Und nach 25 Bauschritten ist das Pikachu sogar schon fertig. Und ich finde, es hat echt Spaß gemacht, das zu bauen. Ich bin jetzt für die Diamond Blocks echt nicht der beste Ansprechpartner wahrscheinlich. Ich bin da kein Experte. Ich baue da nur hin und wieder mein Modell, wenn ich gerade mal was Interessantes sehe. Das hat hier dazu gehört, aber trotzdem wollte ich es euch mal zeigen, weil ich finde für das Geld, was ich bezahlt habe, das sind um die 7 Euro, so ein Modell zu kriegen, ist echt nicht verkehrt. Ein kleines Eddy zum Pika Pikachu. Ähm, ich habe sie auf Jung gekauft und habe da viel zu viel Geld bezahlt, was ich leider aus dem äh, Nachhinein festgestellt habe. Ich habe über 7 Euro dafür bezahlt. Und man bekommt dasselbe Pikachu auf AliExpress für 3,50 Euro, 3,60 Euro rum. Und es sind mehrere Shops, die es für dieses Geld anbieten. Deshalb habe ich halt wahrscheinlich wirklich zu viel bezahlt. Ähm, gut. Ich habe da jetzt halt in die Kacke gegriffen, aber ihr müsst das nicht. Ich verlinke es euch auch nicht auf Hume, sondern auf AliExpress. Ich habe da noch eine Testbestellung gemacht. Und äh, wenn das Video online kommt, würde ich sicherlich schon angekommen sein. Von daher, bezahlt nicht zu viel, äh, macht es besser als ich, guckt direkt mal nach. Ich finde es ist echt süß. Ich meine, schaut es euch mal an. Ich finde das ist echt knuffig. Schön gebaut. Da ist sehr viel Liebe auch ins Design reingesteckt worden, bin ich der Meinung. Und es gab bis auf ein Problem in der ganzen Anleitung keine. Das eine Problem ist aber relativ schwerwiegend, aber dadurch, dass wir hier doch schon ein paar Ersatzteile dabei hatten und da fehlen jetzt schon ein paar, weil ich die für das Problem verwenden musste, äh, konnte man da einen leichten Hotfix machen. Das Problem besteht einfach darin, dass die Füße einfach nur so zwei Platten sind, die unten aufs Modell gemacht werden. Das ist nicht sehr viel Standfläche. Dann baut man aber den riesigen Schweif hier hinten ran und da werden nochmal richtig viele Teile reingebolzt und dann ist das ganze Modell einfach sehr schweiflastig jetzt für Pikachu, in Pikachu Worten gesagt, und droht die ganze Zeit umzukippen und liegt dann so. Das fand ich jetzt natürlich nicht so schön. Wenn ich mir das ins Regal stellen will, möchte ich ja, dass ich es ordentlich hinstellen kann und ohne auszubalancieren. Und es war... Zum Glück noch längere Platten dabei. Die habe ich einfach an die ursprünglichen Füße rangemacht und habe sie dann vorne noch so ein bisschen verziert, damit die jetzt nicht so äh, fehl am Platz wirken. Also habe da noch eine Fliese reingemacht und habe da einfach noch ein bisschen, wie gesagt, das, das Ganze abgerundet. Und ich finde, so ist es dann auch relativ hübsch geworden. Sogar, ich finde, noch hübscher als im Original. Und es steht perfekt. Man hat da gar keine Probleme, irgendwas auszubalancieren zu müssen. Ich stelle das Ding auf jeden Fall jetzt mal in mein Regal, mache da noch ein paar Fotos, dass ihr euch mal, äh, keine Ahnung, ein Bild machen könnt, wie das Ganze wirkt, wenn ihr das reinstellt. Ich kann es von der Bauseite her nur empfehlen, weil da hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es ist natürlich fürs Regal, es ist kein Spiel, äh, kein Spielset. Ähm, das Modell an sich wird das aushalten, aber gerade hier die Arme und die Ohren äh, werden da wahrscheinlich abfallen beim Spielen. Vielleicht kann man doch noch ein Hotfix draus bauen. Ich meine, es gibt genug Teile, um da noch ein bisschen was zu machen, dass die besser halten. Und dann könnte man sehr gut damit spielen, weil das Modell an sich ist wirklich stabil. Da passiert gar nichts, da fällt nichts ab. Wie gesagt, ich stelle es jetzt mal ins Regal, mache ein paar Fotos. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob es kauft. Von meiner Seite aus ist eine Kaufempfehlung, wenn euch das Modell an sich gefällt. Und dann muss ich noch sagen: Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Euer kriegt der Steine.